Hallo ihr Lieben und damit ein recht herzliches Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde hier in Heroes of the Storm. Ja, mir ist momentan so ein bisschen langweilig da dachte ich mir, ich wähle mal den Rainer aus. Ist halt auch ein Standardcharakter, ist auch einer mit der günstigsten. Rainer ist eigentlich auch ziemlich einfach zu spielen. So, also muss man dazu sagen, Rainer ist ziemlich einfach zu spielen. Er hat im Grunde genommen, hat er eigentlich nur zwei Spells. Der hat einmal seinen Turboschuss, können wir gleich mal genau gucken, was das ist. Der hat halt seine ganz normale Q-Fähigkeit, hat die W-Fähigkeit, oh, wir gucken erstmal, warte mal, wen haben wir denn bei uns im Team? Das ist erstmal ganz wichtig. So, wir haben den Uta bei uns, wir haben den Falstead und natürlich Sho und Gall. Ja, im gegnerischen Team haben wir den Nacebo, auch ein Rainer, ein ETC, ein Diablo und auch einen Uta. Okay, die Gruppen, würde ich mal sagen, sind soweit ganz gut ausgeglichen. Obwohl Sho und Gall, ich muss dazu sagen, Sho und Gall sind natürlich richtig gut zu Gange. Ja, wenn man Sho und Gall spielen kann, kann man da schon massiven Schaden fahren. Ja, aber ist traurig, ist wirklich traurig, dass die halt halt so als ja, als zwei Charaktere zählen. So, jetzt manchmal auf den Lanes ein bisschen schwierig, ganz einfach zu ja, mit einzuplanen. So, obwohl Sho und Gall natürlich so stark sind wie zwei Charaktere, ist natürlich alles so ein bisschen naja. Gut, wir sind aber jetzt hier bei dem Rainer. Okay, Freunde, die Q-Fähigkeit. Mit der Q-Fähigkeit können wir einen Gegner sozusagen, ja, einen massiven, harten Schuss von Latz ballern, ja, und werfen ihn auch so ein Stückchen zurück. Mit der W-Fähigkeit, ja, machen wir uns, unsere Mitstreiter, ja, also unsere Teammates und natürlich auch die Minions, die in der Nähe sind, denen verpassen wir einen recht aufregenden, wie sagt man dazu, ja, Bewegungsboost. Ja, also wir schießen dort richtig schnell, sind wir da richtig gut bei der Sache. Was ich daran richtig gut finde, ist, dass man die komplette Gruppe, ja, wir haben natürlich auch den gegnerischen Rainer hier schön bei uns auf der Lane und noch den ETC. Im Grunde genommen muss der Rappelzappel hier gegen Zweie ankämpfen, gegen Zweie hier anstinken. Ja, mal kicken, wie wir das machen. So, bis jetzt sieht es ja nicht ganz... So, da haben wir den gegnerischen Rainer, der hat uns gleich mal die Q-Fähigkeit schön von Latz geballert. Da ballern wir auch gleich mal zurück hier. Wichtig ist, dass wir die W-Fähigkeit immer schön auf Cooldown halten. Immer schön auf Cooldown halten, auch wenn kein Teammate dabei ist, aber sobald Minions dabei sind, immer schön raushauen. Für einen selber ist das natürlich auch unabdingbar, ja. Ja, da hat er uns gleich mal zerrissen. Also ein super Zusammenspiel hier vom ETC und dem gegnerischen Rainer. Da haben sie super zusammen agiert. Ist für mich natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig. So, ist für mich jetzt auch ein bisschen schwierig, hier ein bisschen standhaft zu bleiben. Aber naja, wir kriegen das schon hin, ja? Jo. Übrigens, wir haben hier ein richtiges Spiel, also für die Leute, die das noch nicht mitgekriegt haben, wir haben hier ein richtiges Spiel. Ja, hier der Pussy-Mode und so, war, das ist ja so ganz okay, aber ab und zu muss man auch mal ein richtiges Spiel machen. Weil ich habe mir ja auch das Simpack gegönnt und dadurch kriegen wir erstens mehr Gold, 150% mehr Gold und 100% mehr EP. Und ich arbeite ja auf Level 30 hin, weil wenn wir Level 30 sind, dann können wir die gewerteten Spiele machen und dann fängt das Spiel, denke ich mal, aus meiner Sicht erstmal richtig gut an. So, weil dann müssen wir natürlich versuchen, gemeinsam hier Community-mäßig, freue mich ja immer darüber, wenn die Community da so ein bisschen mitagiert. So, da unten haben wir einen Altar, den müssen wir uns natürlich, mal gönnen, wa? Guck mal, da sind wir alle hier hingewatschelt. Sind wir hier hingewatschelt, das ist sehr gut, also von der Absprache hier, obwohl wir nicht im TS drin sind, hat es jetzt hier im Endeffekt eigentlich sehr gut geklappt. Okay, jetzt sind wir hier schon wieder in der Bredouille. Okay, mal schnell am Brunnen rangehen hier, also das ist nicht einfach, Freunde. Das ist jetzt hier momentan, das ist nicht einfach, wir haben hier einen typischen Krieger, einen Tank, haben wir hier schön am Start, der sich natürlich durch seine Fähigkeiten auch selber nochmal so ein bisschen schützen kann. Richtig scheiße wird's, wenn er seine Ulti hat.
Ja, und wenn er mit dem Rainer denn da zusammenspielt, wenn der ETC nämlich seine Ulti reinschmeißt, oder er hat ja zwei verschiedene, aber wenn er die Ulti reinschmeißt, wo er uns zum Tanzen bringt, dann kann uns, ja, dann sind wir für den gegnerischen Rainer natürlich, ja. Sind wir für ihn wie auf dem Präsentierteller, schön auf dem Silbertablett. Das ist natürlich dann nicht so gut. So, was die Ulti hier vom Rainer angeht, dazu kommen wir noch, aber ich kann ja mal ein bisschen was dazu erzählen. Warte mal. Ja, das ist jetzt hier momentan, das ist ein bisschen schwierig. Freunde, momentan ist das hier ein bisschen... Oh, da bin ich aber gut rausgekommen hier. Kick mal hier. Ihr Futten, ja, habt da keine Chance hier. Der Rainer ist schneller. Ja, hier muss man so ein bisschen professioneller agieren. Aber letztendlich, wir müssen uns ja trotzdem jetzt erst mal hier ein bisschen stärken. Oh, die nächsten Tribute sind schon da. Oh Gott. Komm mal vor, wie hier ein Tribute von Panem. Oh Gott. Ja, das ist natürlich auch gleich hier schön bei uns in der Nähe, hier schön auf der Lane. So, müssen wir mal gucken, was wir hier regeln können. Ja, ich wollte zu der Ulti vom Rainer kommen. Rainer hat ja da auch zwei Ultis. Entweder kann er da sein Flaggschiff, sein Kampfschiff da losschicken. Ist von der Sache her eigentlich richtig gut, muss man dazu mal sagen. Ist richtig gut. Würde ich persönlich auch immer auswählen. So, weil der Rainer, der hat natürlich noch eine andere Ulti, dass ihn da zwei Flaggschiffe sozusagen, also zwei kleinere Drohnenschiffe begleiten. Finde ich aber nicht so gut. Also, ja. Also, ich kann mich damit nicht anfreunden, sagen wir mal so. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ja. Weil die kämpfen schön an deiner Seite. Die sind überall da, wo du auch bist. Und wenn du natürlich auf den Gegner schießt, dann fliegen diese kleinen Drohnenschiffe natürlich auch zu denen dorthin. Und ballern natürlich dann auch noch mit. Da hast du dieses. Da hast du das große Flaggschiff, was dort ballert. Das hat eine feste Richtung. Und dem kann man eigentlich ziemlich gut ausweichen. Was du bei den kleinen Drohnen nicht machen kannst. So. Ja, wenn du aber die zwei kleinen Drohnen in einer kompletten Gruppe, wenn du die da spawnen lässt, also wenn du deine Ulti mit den zwei Drohnen da anwendest, können, ja, also kann das gegnerische Team die Drohnen auch einfach kaputt machen. So, das ist natürlich der Nachteil. Vom Schaden her nimmt sich das nicht viel. Ob du jetzt halt nur ein großes Flaggschiff nimmst oder ob du halt die zwei Drohnen nimmst, das nimmt sich nicht viel. Nun gucken wir mal, ob wir den ETC, ja, guck mal, den können wir hier schön, können wir den hier rinlocken. Stirbt der auch noch? Ne, da war ja auch noch der gegnerische Uta, hat den natürlich auch noch geheilt. Wir haben jetzt ein bisschen Unterstützung hier vom Fallstead. Finde ich sehr gut. So, müssen wir mal gucken, was wir hier regeln können. Die W-Fähigkeit immer schön auf Cooldown halten. Ja, immer schön auf Cooldown halten. Jetzt stärkt ja nicht nur euch, sondern auch die Minions und eure Teammates. Immer schön auf Cooldown halten. Ich muss dazu sagen, also diese Map hier, ich hasse diese Map, ich finde die einfach richtig kacke, ich finde die richtig scheiße. Und so wie das Ganze aussieht hier, ja, wir liegen ein Level, liegen wir zurück. Bis jetzt sind wir noch ganz gut dabei mit den Tributen sammeln. Aber wir liegen ein Level, liegen wir jetzt quasi hier zurück. Der Gegner ist schon Level 10, wir knabbern immer noch, um auf 10 zu kommen. Und der Gegner geht hier fröhlich auf die 11 zu. Ja, jetzt hat er seine Ulti angeschmissen. Okay, gut, dass da nicht noch ein anderer Teammate von ihm war. Ansonsten hätte der uns jetzt hier mal ganz schnell platt machen können. Aber dadurch, dass er die Ulti angeschmissen hat, also war nicht sehr schlau gewesen. So, es war nicht sehr schlau gewesen, weil er kann sich nämlich auch nicht bewegen. Ja, weil er ja seine Musik da spielt und quasi mittanzt. Ist natürlich nicht so berauschend. So, die W-Fähigkeit wieder schön auf Cooldown gehalten. Hier mal das Herzchen eingesammelt. Erobert die Altäre und macht diesen. Oh, jetzt sind wir hier schon zu dritt. Ja, Fallstead. Und wir haben natürlich noch den Uta hier am Start. Jetzt haben wir noch einen Heiler, der natürlich auch noch stunnen kann. So, hat natürlich einen Riesenvorteil. Wenn wir nämlich, wenn der Gegner versucht, hier mal ganz schnell abzuhauen oder so, dann kann Uta den einfach mal ganz kurz stunnen und dann läuft das. Ja, aber ich denke mal, da erzähle ich euch nicht Neues. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir hier mal wieder ein normales Spiel machen. Weil wir müssen ja auch vorankommen, weil momentan sind wir, glaube ich, Level 26 oder 27. Scheiße, ich habe da gar nicht rufgekickt. Müssen wir einfach mal gucken, dass wir hier ganz schnell auf Level 30 kommen, weil dann können wir nämlich auch gewertete Spiele machen. Ja, und dann fällt sozusagen der Pussy-Mode fällt dann so aus. Na? Außer ich kaufe mir natürlich einen neuen Charakter. Dann, oh, jetzt machen wir den hier erstmal. Komm, da müssen wir erstmal kurz ein bisschen Hilfe leisten hier.
Die W-Fähigkeit hier immer schön auf Cooldown halten. Die Ulti würde jetzt hier großartig nicht springen, deswegen behalten wir die Ulti hier drinne. Ja, hier wären jetzt zum Beispiel die kleinen Drohnenschiffe, die wären jetzt hier optimal gewesen. Aber das große Flaggschiff jetzt hier rauszuholen, das wäre jetzt Verschwendung gewesen. Aber hier wären die Drohnen jetzt optimal gewesen. So, also für so einen Boss, wenn man versucht, den irgendwie alleine oder zu zweit zu machen, da sind die Drohnen natürlich unabdinglich. Also da kann man ruhig die Drohnen mal raushauen. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel Cooldown, also wie viel Abklingzeit diese kleinen Drohnen haben. Weil ich die selber auch noch nicht benutzt habe. Ich habe das immer nur bei anderen gesehen, diese kleinen Drohnen. Ist natürlich nicht so berauschend. Okay, arbeiten wir uns mal langsam hier vor. Weil diese Map ist natürlich ein bisschen anders wie die anderen Maps. Oh, jetzt hat er uns hier. Oh, jetzt haben wir nicht aufgepasst hier. Jetzt hat uns der Nacebo hier schön eingesperrt. Hat auch gut geskillt hier, muss man dazu mal sagen. Hat er gut geskillt. Ja, dass wenn der Kreis sich auflöst. Oh, mal schnell hier und jetzt mal zur Hilfe hier. Schön die W-Fähigkeit hier. Und rausholen, was geht. Ja, diesen Dämonenkreis hier von Placebo, den kann man eigentlich gut ausweichen. Also wenn er den spammt, dann hat man ungefähr noch so 2 Sekunden, um da rauszukommen. Ja, also dem kannst du eigentlich gut ausweichen. Oh, da oben ist der gegnerische Placebo. Komm, den kriegen wir doch noch. Den kriegen wir doch noch hier, Freunde. Komm, haut drin. Haut drin. Uta, du machst es. Uta. Ja, jetzt ist unser Fallset ist natürlich gefallen. Jetzt ist es natürlich nicht so gut. Okay, Uta ist noch am Start. Ein schöner Heiler. So, müssen wir mal gucken, was wir hier machen können. Komm schon, den schaffen wir. Uta, Uta, komm, Uta. Du heilst und ich mach den Schaden hier. Die W-Fähigkeit, wie gesagt, immer schön auf Cooldown halten. Ich kann es nicht oft genug sagen. Immer schön auf Cooldown halten. Okay. Machen wir erstmal hier die Minions weg. Haben wir auch schon einen Talentpunkt. Machen wir hier Riesentöter, damit wir mehr Schaden auf die gegnerischen Helden machen. Jetzt haben wir den mittleren Turm verloren. Ja, ich wollte was zu der Map sagen. Ja, wir sind momentan, guck mal, die Gegner sind Level 15, wir sind Level 13. Zu der Map, ich muss das mal erklären, was dieser untere Balken dazu bedeuten hat. Normalerweise, oh, da haut er hier, guck mal, da haut er schön sein Flaggschiff raus. Ja, also der hat auf jeden Fall die Ulti gewählt, wie ich sie auch nehmen würde, schön das Flaggschiff. So, jetzt aber mal zu der Map. So, die Map ist ein bisschen anders wie andere. Hier geht es nicht darum, dass man den Inhibitor irgendwie zerstört oder den gegnerischen Kristall. Hier geht es ganz einfach darum, dass man die Altäre, die dort entstehen, die muss man einnehmen. Wenn man dieses einnimmt, bestückt man sozusagen seine eigenen Geschütztürme, die dann auf die gegnerische Burg ballern. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig ausgedrückt, aber vielleicht versteht ihr ja, was ich meine. Und da ist jetzt hier ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, in denen ihre Base zu kommen, weil das würden wir sowieso nicht schaffen. Ja. Wir müssen versuchen, die Altäre. So, wir müssen versuchen, die Altäre hier einzunehmen, damit wir unsere Geschütztürme sozusagen gut bestücken können, damit die Geschütztürme schön darüber ballern können. So, den großen Gegner, den wir dort gesehen haben, oh, da unten sind schon 2 Altäre aufgetaucht, den großen Gegner, den wir dort gesehen haben, ja, den wir da hier nebenan, ja, wo das Feld da seht, wo wir den, also wenn man den macht, so, wenn man den schafft, dann öffnet sich ja, habt ihr auch gesehen, dann öffnet sich ja da unten, ja, sozusagen die Gruft. Und da kommen dann auch nochmal so 3, 4 Totenköpfe raus, die auf die gegnerische Base schön reinprasseln. Und so kann man sich nochmal einen kleinen Vorteil verschaffen. Aber momentan sind wir halt, wie gesagt, im Nachteil. Ja, also der Gegner ist mit Level 17 schon weit voran. Er hat auch noch 28 Stärke, also seinen Turm oder seine Festung. Er hat noch eine Stärke von 28. Unsere hat jetzt 19, 16. Oh Gott, das geht auf, Freunde. Das wird schon wieder ein Lose hier. Das wird schon wieder ein Lose, wie ich das Ganze hier sehe. Also wenn die Gruppe jetzt hier nicht zusammenhält. So, wenn wir uns jetzt hier nicht massiv zusammenreißen, dann werden wir das Ding hier verlieren. Oh, da macht er natürlich schön seinen Breath hier raus. Oh, 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 lauf, 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 lauf. Hört sich gut. Oh, da müssen wir aber hier, jetzt müssen wir mal richtig hier vom Brunnen nehmen. Aber das wird nicht ausreichen. Komm, wir porten uns mal schnell zurück. Hätten wir uns den Brunnen eigentlich auch sparen können.
Jetzt müssen wir wieder 90 Sekunden warten, bis wir den Brunnen das nächste Mal aktivieren können. Aber naja. Ja, da hat der Gegner den jetzt, glaube ich, gekriegt, war so. Also wenn ich das Lachen höre. Also entweder ist der Boss gerade aufgetaucht oder der Gegner hat den gerade gemacht. Hat die Gruft da, aber ich sehe keine Geschütze. Nee, der Boss wäre da. Der Boss wäre da. Wollen wir mal gucken, dass wir den vielleicht nochmal aktivieren können hier. Ah, kick mal, der Gegner hat das. Doch. Kick mal, der Gegner hat das gemacht. Ah, habe ich gar nicht gesehen, weil das Feld so abgedunkelt war. Mist, ich ging davon aus, dass da keiner ist, aber... Oh, Freunde, kick mal, wir haben nur noch 8 Verstärkungen. Der Gegner hat Level 18. Wir sind gut vorangekommen, wir sind jetzt Level 17. Aber ja, ungefähr noch zwei Dinger müssen sie noch einnehmen, dann sind wir platt. Also, wenn wir hier jetzt noch gewinnen wollen, dann müssen wir jetzt hier richtig rausrotzen. Also, Freunde... Das heißt jetzt hier volle Konzentration. Ulti rausgehauen. Schön auf Uta raufgeknallt hier. So, nochmal kicken, was wir hier regeln können. Aber der Uta, kick mal, der heilt sich schön nach oben. Der heilt sich schön nach oben. Aber kriegen wir den noch? Das sieht ganz gut aus. Ja, sehr schön. Den haben wir noch weggekriegt hier. So, was ist hier? Mit Nacebo, den haben wir natürlich auch schön weggekriegt. Sehr gut. Hier konnten wir wieder ein bisschen metern. Hier konnten wir wieder ein bisschen Land gut machen. Aber letztendlich kommt es jetzt darauf an, dass wir die Altäre bekommen. So, wir müssen die Altäre bekommen, damit wir unsere Geschütztürme hier schön bestücken können. So, der gegnerische Rainer da oben, der geht mir ja auch auf den Keks. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Freunde, das sieht nicht gut aus. Ich sehe das schon kommen. Das wird hier wieder ein Jens klarer Lose werden. Aber auch nicht. Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. So, man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben, weil die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. So, also wir müssen nochmal alles geben hier. Also nicht aufgeben, Freunde, ist nur ein guter Rat. Auch wenn die Situation scheiße aussieht, ja, einfach weitermachen, euer Bestes geben, anstrengen. Mal so könnt ihr euren Teamkameraden immer einen Schritt voraus sein, auch wenn eure Teammates vielleicht die größten Schwachköpfe sind. Ja, muss ja nicht unbedingt sein, dass sie besoffen sind oder dass sie keine Ahnung haben von dem Spiel. Kann ja auch sein, dass sie auch gerade erst angefangen haben, ja, und halt noch nicht so gut seid wie ihr. Ja, aber man muss immer sein Bestes geben, Freunde. Das ist eine Lebensweisheit. Achtung, Achtung, Bildungsauftrag von Rappelzappel. Ja, das ist ganz wichtig, dass man immer versucht, sein Bestes zu geben. Ja, und auch wenn die Situation einfach mal ein bisschen... Oh, hier konnten wir jetzt wieder Kikma. So, komm, Uta, nimm das Ding mal da ein. Blätter mal da nicht in deinem Playboy-Magazin. Nimm mal das Ding ein hier. Sehr gut, da konnten wir wieder ein bisschen was gut machen. Wir haben immer noch 8. Der Gegner rutscht jetzt runter auf 18. Ja. Vom Level her sind wir jetzt weit voraus. Ja, also wir sind zwar beide Level 20, aber wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei. Oh, den EDC haben wir auch noch sehr gut gekriegt, Freunde. Seht ihr, wenn man sich so ein bisschen anstrengt, dann geht der doch. Sehr schön. Machen wir mal noch ein bisschen EP gut hier. Dass sie nicht gleich unseren Turm hier wegballern. Festung eingestampft. Okay. Volle Konzentration. Volle Konzentration. Oh, 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 oh. Was hier los? Nacebo? So. Ja, da haben wir uns jetzt mehr auf den Kill konzentriert als auf die Dinger hier. Ja, hat aber auch gut geskillt, muss ich dazu sagen, für Leute, die Nacebo spielen, macht es am besten so, wenn ihr eure Zombie-Wall macht, ja, dann skillt es auf jeden Fall mit, dass wenn die Zombie-Wall verschwindet, dass dort noch einige Zombies bleiben und weiterkämpfen, weil die machen wirklich extrem viel Schaden. So. Ja, die machen wirklich extrem viel Schaden, muss man dazu sagen. So, der hat natürlich gleich seine Ulti hier angeschmissen. Wir bleiben mal schön hier drinne. Die W-Fähigkeit, wie gesagt, Freunde, muss ich nochmal drauf ansprechen. Schön auf Cooldown halten. Schön auf Cooldown halten. So. Das ist nicht nur für euch gut, sondern auch für eure Teammates. Ja. Immer schön auf Cooldown halten, dass die Leute richtig schön schnell reinknüppeln können. So muss das. Ist nur mal ein... Tipp so von mir. Auch eine Lebensweisheit.
Hoppelzappel, du bist so weise. Ja, ich versuche ein bisschen was mitzuteilen. So, meine Erfahrung mit euch. Meine Erfahrung möchte ich gerne mit euch teilen. Oh, was macht denn der ETC hier? Da ist doch mal ein klares Opfer hier. Schön die W-Fähigkeit wieder auf Cooldown gehalten. So, jetzt warten wir, bis das hier hochkommt. Ey, wir müssen jetzt hier, guck mal, wir müssen metern. Wir müssen echt metern. Vom Level her sind wir jetzt gut vorangekommen. Wir sind Level 22, der Gegner ist 21. So, nehmen wir mal den Altar hier ein. Da bleibt mal schön da, falls irgendwas ist. Schüttet euch, Helden. Lasst nicht zu, dass die Lakaien des Totengräbers... So, sehr gut. Oh, gleich rüber zu dem Nächsten. Gleich rüber zu dem Nächsten hier aufsatteln. Komm, Uta, sattel auf. Nee, der luft lieber. Komm, das Ding nehmen wir jetzt hier noch. Uta, bleib schön hier. Sehr gut machen wir das. Sehr gut machen wir das. Okay, wir sind runtergerutscht. Drei Treffer konnten wir schon wieder... drei Treffer mussten wir schon wieder kassieren. So, Uta signalisiert, er will das Ding jetzt mit uns hier zusammen machen. Na, dann gucken wir mal. W-Fähigkeit... angeschmissen, damit Uta auch ein bisschen schneller haut. So, hier wäre jetzt wirklich klassisch, wenn wir als Ulti die zwei Drohnen gehabt hätten. Ja, wenn wir jetzt die zwei Drohnen hätten, dann dann würde der vielleicht sogar schon liegen. Aber das ist ganz knapp. Es ist ganz knapp. Ja, aber Uta macht seinen Job hier gut, obwohl er gleich stirbt. Er sollte sich mal lieber selber heilen. Komm schon, ja, kick mal, haben wir gut gemacht. Uta hat sein Leben gelassen für die Sache, für die Gruppe. Hat er sich geopfert. Aber er heilt mich nochmal sehr gut. Ist perfekt. So, ist perfekt. So. Und guck mal, wie schnell sich das Game drehen kann. Guckt euch das mal an, wie schnell das Game sich drehen kann. So, der Gegner hat jetzt nur noch eine Verstärkung. Ja, also der Gegner braucht jetzt nur noch einen Hit und dann ist er down. Ja, wir brauchen noch fünf. Also das nächste Ding entscheidet. So, also jetzt nochmal volle Konzentration für die nächsten Altäre. Ja, also der nächste Altar, der jetzt auftaucht, der zählt. So, mal kicken, wer der zuerst schafft. Wenn der Gegner schneller ist, dann sind wir platt. Wenn wir schneller sind, dann haben wir natürlich gewonnen. Ja, aber könnt ihr sehen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Am Anfang sah es wirklich ein bisschen Käse aus für uns. Also wir haben da sehr geschwächelt. Und der Gegner war da wirklich klar im Vorteil. Ja, aber das Team hat sich hier nochmal schön zusammengerauft und hat, wir haben eigentlich gut zusammen gespielt, muss man dazu sagen. Aber noch wollen wir ja den Tag nicht loben. So, jetzt kommen die Altäre, jetzt kommen die Altäre, jetzt kommt's drauf an, Freunde, jetzt kommt's drauf an. So, wir stellen uns hier schön hin und versuchen hier was zu regeln. Uta geht da oben hin. Okay, alle drei sind dort oben. Sho und Gall ist natürlich auch da oben. Sie versuchen da oben ihr Glück. Wir versuchen das hier unten, weil ein Hit. Ein Hit. So, ein Altar muss sitzen. Ah, da kommt der ETC. Da kommt der ETC, will uns davon abhalten. Aber ja, das Ding ist gelaufen. Das Ding ist gelaufen, Freunde. Sehr nice. Sehr gut. Richtig geil. Ja, könnt ihr mal sehen, wie schnell so ein Game hier umschlagen kann. Sehr nice. Ja, jetzt kann ich meine abschließenden Worte sagen. Es sah am Anfang wirklich sehr knapp aus. Ja? Also es sah wirklich nach einem reinen Loose aus. Aber wir konnten hier nochmal gut metern. Wir konnten hier gut zusammenarbeiten. Vom Schaden her, guckt ihr das mal an. Hier sind wir Platz 2. Der Gall ist natürlich wieder schön oben. Ja, wie sich das hier hört. Aber von der Sache her, wir haben 23 Kills, der Gegner 19 Kills. Wir haben 22 Minuten und 8 Sekunden gespielt. Für mich eine gelungene Runde und ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und vergesst nicht, mir einen Daumen und einen Kommentar da zu lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis derweil. Zers, euer Rappelzappel.